Herzlich willkommen zum YouTube-Channel von AC Bielefeld. Ich möchte euch heute was erzählen zum Thema CarPlay im Auto. Vorstellen möchte ich das Ganze am Clarion NX807e. Das ist ein ganz nagelneues High-End-Gerät von Clarion. Die Ausstattung an sich ist sehr gut geglückt, aber ich möchte jetzt nur rein aufs CarPlay eingehen. Erstmal für die Leute, die nicht direkt wissen, was CarPlay ist. CarPlay ist einfach eine Fernbedienung für Apple-Geräte. Also wenn ich mein iPhone möglichst vom Radio aus bedienen möchte, kann ich das Ganze über eine Kabelverbindung machen. Das heißt, ich stecke das Gerät drauf und habe dann die wichtigsten Apps direkt auf dem Radio und kann dann halt die wichtigsten Funktionen vornehmen, ohne mein Handy in Hand nehmen zu müssen, wo ich dann ja schon wieder im illegalen Bereich wäre. Ich möchte es einmal demonstrieren. Ich habe mein iPhone. Nehme mein Lightning-Kabel, was mit dem USB-Anschluss des Radios gekoppelt ist, stecke das drauf und kann es halt wieder weglegen, wohin auch immer. Jetzt springt sofort mein Bildschirm auf, wo ich dann die Apps direkt steuerbar habe. Ich habe hier meinen Home-Button, wo ich mit immer wieder mit in die Hauptansicht rankomme. Ich habe eine vollwertige Siri-Unterstützung. Das heißt, wenn ich drauf tippe und sage, bitte navigiere mich nach Köln, navigiert er mich nach Köln. Ich habe hier meine letzten Apps angezeigt, die ich dann schnell wieder anwählen kann, wenn ich beispielsweise mir einen neuen Liedtitel auswählen möchte und dann wieder direkt in die Karten-App rein möchte. Zur Karten-App ist es eine vollwertige Navigation, die dank Echtzeit-Internetverbindung sehr, sehr genau rechnet, alle Staumeldungen mit einberechnet und die Staumeldungen sind wirklich sehr, sehr genau. Ist natürlich immer im Vergleich zu den fest eingebauten Navigationsgeräten, hat es den Nachteil, dass wir halt irgendwie an eine Datenverbindung gebunden sind. Das heißt, wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist, dann kann das Ganze schon mal langsam werden. Bei dem Clarion NX807 habe ich natürlich speziell nochmal eine eingebaute Navigation, die jetzt aber mit dem CarPlay nichts zu tun hat. Wenn wir jetzt in die Musik-App reingehen, habe ich da meine kompletten Steuerungsmöglichkeiten, dass ich nach Titel, Interpret und so weiter suchen kann. Das heißt, ich kann hier mein Lied anwählen und schon lädt es blitzschnell. Auch das eigentliche Hochladen, wenn es dran gesteckt wird, geht sehr, sehr schnell. Ich habe meine Zufallswiedergaben und so weiter. Ich kann schnell durchskippen und bin halt mit dem Home-Button direkt wieder im Hauptmenü. Außerdem werden halt noch Hörbücher, Podcasts und so weiter angezeigt oder halt auch die anderen Audioprogramme, die man halt auch vom iPhone kennt und wahrscheinlich auch viele lieben gelernt zu haben. Beim Telefon ist es halt auch so, dass ich das Ganze wie eine Freisprecheinrichtung voll nutzen kann, auch per Sprachsteuerung mir die Telefonbucheinträge anzeigen kann und so weiter. Ja, das wäre es eigentlich schon so zum Thema CarPlay. Das heißt, wer sein iPhone gerne im Auto nutzen möchte und das Ganze legal möchte, sollte darauf achten, dass das Gerät CarPlay kann. Immer mehr Hersteller springen auf den Zug auf. Informiert euch gerne bei uns über die Geräte, die es können.